Ich begrüße Sie recht herzlich zur Sendezeit von Flimmern und Rauschen. Heute ist ja ein richtiges Schiedwetter, aber es macht nichts. Es ist das richtige Wetter, um Fernsehen zu gucken. Ich hoffe, Sie haben es sich gemütlich gemacht, vielleicht ein Licht angezündet und warten jetzt voller Spannung auf Beiträge aus der Region. Wir berichten heute über die sensationelle Idee von Paul Maat. Man könnte auch sagen, ihm sei ein Licht aufgegangen, denn er weiß, wie man die Innenstadt von Usterholz-Scharmbeck beleben kann. Die Voginitiative Usterholz zieht Bilanz. Rückläufige Besucherzahlen, hohe Gagen und eine Kasse, die sich leert. Was soll geschehen? Im März 2007 heißt es, wir machen weiter. Wie der Stand der Dinge ist, das berichtet Ingrid Buchwald und Herr Meinke. Weiterhin möchten wir Ihnen einen Musiker vorstellen, Steve Westaway. Er ist Brite. In der Musikszene hat er sich einen Namen gemacht und ist gut bekannt. Er wohnt in Worpswede und sein zweites Zuhause, das ist die Kogge, zumindest donnerstags. Aber das soll er Ihnen lieber selber erzählen. Doch nun zurück zu Paul Maat. Das heißt, vorab mache ich es mir gemütlich. Ich zünde mir ein Licht an. Vorführeffekt. Ganz nach dem Zitat von Konfuzius. Der soll einmal gesagt haben, zünde dir selbst ein kleines Licht an, bevor du über die Dunkelheit schimpfst. Liebe Zuschauer, wenn auch Sie die Idee von Paul Maat ergreift, dann wird bald keiner mehr über die Dunkelheit in Usterholz-Scharmbeck schimpfen. Sehen Sie nun einen Film von Dr. Jörg Hartje über Paul Maat und seine sensationelle Idee. Und wundern Sie sich nicht, gleich im Anschluss folgt Live-Musik. Film ab. Moin. Ich möchte euch heute eine Aktion vorstellen, die ich wieder mal aus der Schweiz bekommen habe. Ihr wisst ja, dass ich vor Jahren, im Jahr 2000, die Bullenaktionen gemacht habe, dass die ebenfalls aus der Schweiz, aus Zürich kam. Und diesmal ist die Idee gekommen aus einer Postkarte, die ich von Freunden aus Basel bekommen habe, die zwar etwas modifiziert werden muss für den Osterholzer Bereich, aber die ich einfach schön finde. Und zwar läuft dort am Mittwoch nach dem Fasching, das ist das Laternenfest, läuft dort eine wunderschöne große Laternenaktion, mit der die Leute durch die Stadt laufen. Und diese Postkarte hat mich animiert, das mal hier in Osterholz zu probieren. Natürlich nicht zum Fasching, denn Fasching haben wir nicht. Aber dunkel ist es bei uns im November und im Dezember auch. Und man kann diese Aktion einsetzen, beispielsweise zum Martinstag, zum Moonlight Shopping in der Adventszeit. Und die möchte ich euch gerne zeigen anhand von ein paar Bildern aus der Schweiz, aus Basel. Die könnt ihr euch dann mal anschauen, da habt ihr so eine Idee, was ich damit meine. Und dann können wir eigentlich über die nächste Runde weitersprechen. Für uns in Osterholz-Scharmbeck würde die Aktion so aussehen. Die Jugendwerkstatt wird uns solche Laternen hier bauen, in den Maßen, in denen die für euch richtig sind. Das heißt also, die Unterschiede sind halt, der Bürgersteig ist größer oder kleiner, die Fußgängerzone ist ein bisschen anders als die anderen Straßen. Einheitlich ist, dass diese Laternen alle eine Höhe von 1,65 Meter haben und die Breite und die Tiefe, die kann jeder so einrichten, wie es für seinen Laden passend ist. Die werden also gemacht im August und im September und Anfang Oktober bekommt ihr diese Teile roh weiß vorbehandelt, mit Gelatine und Knochenleim behandelt und dann könnt ihr euch einen Maler suchen oder selbst machen, selbst kreativ sein und diese ganzen vier Flächen dann bepinseln und bemalen. Es gibt dazu spezielle Farben, die werden euch alles mit zur Verfügung gestellt.
sodass ihr einen Monat im Oktober Zeit habt, um die Dinge zu machen und zu malen. Und dann können wir sie im November, im Dezember für die unterschiedlichen Aktionen einsetzen. Und so wäre es schön, wenn wir wieder wie bei der Bullenaktion einen schönen Umzug durch die Stadt machen könnten, um sie dann gemeinsam am Marktplatz einfach zu präsentieren. Und anschließend nimmt die dann jeder wieder mit in seinen, vor sein Geschäft. Dazu ist es dann notwendig, dass wir oben rein eine Lampe hängen, die netzunabhängig ist. Das heißt also irgendwo mit Campinggas oder Petroleum betrieben. Und wenn sie dann vorm Laden stehen, dann setzen wir oben einfach eine ganz normale Glühlampe ein. Wichtig wäre, dass ihr euch bis dahin in irgendeiner Form einen fahrbaren Untersatz besorgt, also einen ausrangierten Kinderwagen oder irgendwie ein, ja, irgendein Wägelchen, so wie ich mir da eins vom Sperrmüll besorgt habe, auf das wir die Laterne packen können und dann können wir gemeinsam dann am Abend durch die Stadt ziehen. Was ihr hier seht, ist, ja, es ist unser A-Modell. Inzwischen haben wir auch ein B-Modell und ein C-Modell. Das A-Modell, wie ihr seht, ist da hier noch ein bisschen gebogen. Das lag halt daran, dass wir zu schwache Leisten genommen haben. Durch die Gelatine zieht sich das Ganze zusammen. Das sieht zwar ein bisschen kindgemäß, handwerklich aus, aber das B-Modell ist schon stärkere Leiste und das C-Modell, das endgültige Modell, was die Jugendwerkstatt macht, das ist dann sicherlich klasse und hat dann auch schöne, gerade Kanten und wird dann auch stabil sein und nicht so wackelig wie dieses. Aber hier ging es einfach nur darum, den Versuch zu machen, wie macht man das überhaupt. Was auf den Bildern auf diesen vier Seiten drauf ist, das bleibt jedem selbst überlassen. Da setze ich auf eure Kreativität, ähnlich wie bei dem Bullen. Das kann jeder drauf malen, wie er möchte, in der Qualität, wie er es kann. Er kann es entweder selber machen, er kann seine Kinder dazu nehmen, kann einen Kindergarten, einen Schüler dazu mobilisieren oder eben auch einen richtigen professionellen Künstler. Ich denke mir, dass dann einfach so viele verschiedene Varianten dabei rauskommen werden, dass wir eine sehr schöne, stimmungsvolle Atmosphäre in der Stadt schaffen können, bei dem eben Bilder drauf sein sollten, die keine Litfaßsäulen in Richtung Werbung sind, also keine Werbetafeln, sondern einfach eine nette Atmosphäre für die Vorweihnachtszeit, Adventszeit, Martinstag, Laternenlaufen einfach beinhalten soll. Aber wie gesagt, was jeder drauf macht, ist jedem selbst überlassen. Und dann denke ich mir, kriegen wir sicherlich in der Stadt eine schöne vorweihnachtliche Atmosphäre, die doch den einen oder anderen in die Stadt ziehen wird, um sich das Ganze mal anzuschauen. Darauf setze ich und ich bin sicher, und wenn ihr die Bilder von Basel gesehen habt, wie viele Menschen da in die Stadt kommen, um sich diese Laternen anzuschauen, dann denke ich, wird es uns da hier auch gelingen. Time to get ready.
Casting wird Netz auch den Tonig nennen. Sometimes bleibt die Stube sehen. It's 5 o'clock in the morning. Time to get ready, we'll sail away. It's 5 o'clock. Tired and hungry and drenched to the skin when we sail back towards Stornoway Town. Without catch safe and we'll have a good dram in the dragon who is on the crown. It's 5 o'clock in the morning, time to get ready to sail. Tja, scheint eine stimmungsvolle Sendung heute zu werden. Ich begrüße nun Ingrid Buchwald und Andreas Meinke von der Folk-Initiative. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben uns diese wunderbare Musik mitgebracht. Sind das Mitglieder oder gehört die Band zu Ihrer Gruppe von auftretenden Künstlern? Die beiden Herren sind Mitglieder und alle drei sind auch Mitglieder der Gruppe Utkika. Kann man nur Mitglied werden, wenn man Musiker ist? Oder wie verstehe ich das jetzt? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber das war natürlich auch Glück, dass wir Musiker als Mitglieder bekommen haben. Zum Beispiel die Gruppe Big Mutton ist komplett bei uns. Alle drei sind auch Mitglied. Aber ansonsten kann jeder bei uns Mitglied werden. Und darauf zählen wir auch so ein bisschen, dass jeder Mitglied wird. Ja. Die Folk-Initiative, die hat sich gegründet 1995. Warum? 1998 war es. Ja, wir haben jetzt bald unser 10-jähriges Jubiläum. Es gab damals in Oster-Scharmbeck eine Tradition durch Heidi und Fritz Stagge, die regelmäßig Folk-Konzerte veranstaltet haben, damals in ihrer Gaststätte oben auf dem Saal. Und es kam irgendwann der Punkt, wo die beiden gesagt haben, es wird uns zu viel von der Arbeit, wir schaffen das nicht mehr und wir wollen das eigentlich lieber sein lassen, so ungefähr. Und da haben wir halt gesagt, das darf auf keinen Fall passieren. Und wir haben dann zusammengesessen, wie wir das auffangen können und haben überlegt, gut, dann machen wir jetzt einen Verein und führen das weiter. Und ich glaube, wir haben das auch in den Jahren mit einigem Erfolg machen können. Und können Sie das jetzt nachvollziehen von Fritz Stagge und von Heidi? Hängt da eine Menge Arbeit dran? Macht man das mal so nebenbei? Ja, es hängt sehr viel Arbeit an. Es ist also auf der einen Seite natürlich eine Sache, die man mit sehr viel Herzblut macht. Und es gibt viele, viele Dinge, über die man sich als normaler Besucher keine Vorstellung macht, was es heißt. Zunächst mal von der Buchung her, da kann Ingrid eine ganze Menge zu sagen. Veranstalter, den Musiker und auch den Veranstaltungsort, alles unter einen Hut zu kriegen. Da sind viele, viele Telefonate nötig, um tatsächlich jetzt das Konzert so dingfest zu machen, dass es wirklich stattfinden kann. Und dann halt im Vorfeld auch die ganze Werbung und das ganze Prozedere, was dazu gehört, durchzuführen. Das ist schon Stress teilweise auch, ja. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Aber nur so kann man auch Zuschauer erreichen. Das war auch das Problem bei Fritz und Heidi Stagge,
dass sie also die Zeit nicht hatten, diesen Aufwand zu treiben, den wir machen, die Plakatierung, Straßenplakatierung, die ganze Pressearbeit. Werbung ist alles. Ne? Werbung ist alles. Also wir verschicken Mails an alle möglichen Leute, die in Mailinglisten eingetragen sind. Und ja, also so viel, wie man machen kann, um Werbung für so ein Konzert auf die Beine zu stellen. Und das hat sich natürlich auch rentiert über die Jahre. Also wir haben eigentlich durchweg gut besuchte Konzerte gehabt, die leider dann etwas rückläufig geworden sind. Warum? Das las man im März in der Zeitung. Warum sind die rückläufig? Da gibt es viele Aspekte. Also zum einen kann man sagen, dass wir nicht alleine dieses Problem haben. Wir hängen natürlich auch sehr häufig mit anderen Veranstaltern zusammen und reden und überlegen, was man machen kann und wie man das ändern kann. Also die Problematik ist eigentlich bei allen oder fast allen Veranstaltern zu spüren, dass eine gewisse Müdigkeit bei den Leuten, bei den Zuschauern vorhanden ist, dass nicht mehr so gerne ins Konzert gegangen wird. Natürlich ist es auch eine finanzielle Sache, das muss man auch ganz klar sehen. Auch bei uns stellen wir fest, dass die Begleitkosten immer teurer werden. Teilweise müssen wir heute Saalmieten zahlen, wo wir vor einigen Jahren oder vor einiger Zeit noch keine Miete zahlen mussten. Dann die GEMA-Gebühren gehen in die Höhe und natürlich auch, was irgendwo verständlich ist, die Musikergagen. Was also nicht. Was mir gerade bewusst wird, Herr Meinke, vielleicht sollte ich noch mal fragen, was machen Sie in dem Verein? Sie sind der erste Vorsitzende, oder? Ich bin der zweite Vorsitzende. Der zweite Vorsitzende und vertreten heute den ersten. Genau, richtig. Ja, also ziemlich viel Arbeit drumherum. Warum muss ich denn bei Ihnen Mitglied werden? Welche Vorteile hat das, wenn ich Mitglied bin? Also der größte Vorteil in meinen Augen ist zunächst mal einfach der, dass man uns unterstützt. Mhm. Wir haben letzten Endes, dadurch, dass wir relativ viele Mitglieder haben, ein regelmäßiges Einkommen, wie man so schön sagen kann, und können dadurch halt von einer sicheren Bank heraus unsere Konzerte auch finanzieren. Das ist zunächst mal der Hintergrund. Was kostet eine Mitgliedschaft? Können Sie das verraten? Die Mitgliedschaft kostet 60 Euro im Jahr. Das ist wenig. Und für diesen Beitrag kommen Mitglieder halt zunächst mal garantiert in unsere Konzerte rein. Also auch wenn ein Konzert ausverkauft ist, Mitglieder kommen immer zu uns rein ins Konzert und zu einem vergünstigten Preis, was also auch nicht so ganz uninteressant ist. Das ist interessant. Aber dennoch reicht das Geld ja nicht ganz, oder hat sich da was verändert? Finanzielle Situation ist nicht so angespannt, dass wir morgen den Laden dicht machen müssen. Nein, so ist es nicht. Aber also wir können auch nicht über die Mitgliedsbeiträge die Konzerte finanzieren. Es ist ja auch noch viel buchhalterischer Aufwand nötig. Also man muss ja auch logistisch. Das heißt, Sie arbeiten ehrenamtlich, ne? Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Dass nicht, dass jemand denkt, Sie verdienen noch was daran. Nein, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Wir kriegen keine öffentlichen Gelder. Richtig, das muss man ja erwähnen. Und finanzieren diese Konzerte rein über die Einnahmen. Das heißt, von der Gage übers Hotel, die GEMA, die ganze Logistik. Die Hotels müssen auch bezahlt werden. Alles. Ich hätte jetzt angenommen, man zahlt sein Hotel selber. Nein, das wird alles bezahlt. Und das müssen wir eben über die Eintrittseinnahmen finanzieren. Mhm. Wie viele Mitglieder haben Sie denn jetzt zurzeit? Wir haben knapp 60 Mitglieder im Moment. Wenn ich das so überschlage, dann denke ich gerade, da ist gewährleistet, dass man gut Pressearbeit leisten kann, die Plakate. Und das Finanzieren der Konzerte geht dann tatsächlich über die Eintrittspreise. Nein, sonst geht es nicht. Wer war denn die bekannteste Gruppe bei Ihnen? Oh, da müssen wir jetzt echt überlegen. Also wir haben mittlerweile über 70 Konzerte, glaube ich, veranstaltet. Und das ist gar nicht so einfach, da jemanden rauszusuchen. Sie sprechen zum Beispiel Derwisch an. Ja, genau. Derwisch, ja. Die Frauen merken immer alles, ja. Meinke. Also doch, das war schon ein Konzert-Highlight. Das haben wir auch gleich 2 Tage hintereinander gemacht. Wir haben also 2 Konzerte mit dieser Gruppe in Gut Sandbeck gemacht. Und es war 2-mal ausverkauft. Also das Wahnsinn. War, ja. Und damit die Zuschauer auch mal wissen, wovon wir reden, wollen wir uns mal einen Filmbeitrag von der Gruppe angucken. Ja. Thank you.
shun. But our dogs never missed one inch where she'd run. The calf well back when gone over the hill. For the hounds had set out the sweet heifer for to kill. With our dogs all abreast and the big mountain hare. And the sweet charm and music it rang through the air. Straight by the black bank for to try them once more. But it was a fast sight on the hills of bedeutet 2 Tage ausverkauftes Haus auf Gut Sandbeck, dann kann man auch mal wieder einen Auftritt oder ein Konzert verkraften, wo dann 10 Leute weniger kommen, oder? Ja, so ungefähr haben wir es in der Vergangenheit immer gesehen und so geht es auch auf. Ja, wenn jetzt Fritz und Heidi Stagge das nicht mehr machen, früher fand das immer bei Stagge statt, wo haben Sie denn jetzt die Möglichkeit? Wir haben weiterhin bei Stagge Konzerte gemacht. Wir werden jetzt das nächste Konzert versuchen im Kulturzentrum Kleinbahnhof in Ostthal-Scharmbeck zu veranstalten und hoffen, dass das Publikum uns auch dahin folgt. Dass es euch treu bleibt. Ja. Warum nicht mehr bei Stagge? Also das hat verschiedene Gründe. Man kann das nicht jetzt als gegeben hinnehmen, dass wir nie wieder ein Konzert bei Stagges machen. So möchte ich das nicht verstanden haben. Aber wir haben uns jetzt entschieden, zunächst mal mit dem Kurz ein bisschen zusammenzuarbeiten. Das folgende Konzert findet dann wieder im Gut Sandbeck statt. Wir haben also auch in der Vergangenheit immer mehrere Konzertorte gehabt, wo wir veranstaltet haben. Das meiste fand eben bei Stagge statt. Gut Sandbeck haben wir in der Vergangenheit auch regelmäßig Konzerte veranstaltet. Auch im Ritterhuder Veranstaltungszentrum. Wir haben einige große Konzerte auch dort stattfinden lassen. Wollte ich gerade sagen, das richtet sich dann nach der Größe und des Bekanntheitsgrades auch dann. Ne? Und Kurz, da könnten Sie Derwisch ja nie auftreten lassen. Nee, das würde nicht funktionieren. Müssen Sie 14 Tage nonstop buchen. Im Allgemeinen meinen Sie, dass die Leute weniger verdienen, dass sie sich weniger Gutes leisten können oder... Woran denken Sie, liegt es, dass die Leute weniger Geld für Konzerte ausgeben? Man muss ja sich auch hinsetzen und Schularbeiten machen, ne? Also die, haben Sie darüber nachgedacht? Die finanzielle Situation spielt in vielen Haushalten sicherlich eine Rolle.
Es gibt natürlich auch in Osterholz-Scharmbeck sehr starke Konkurrenz, über die wir im Grunde genommen froh sein müssen, nämlich die Stadthalle selbst, die natürlich auch sehr stark veranstaltet. Und auch Funkveranstaltungen? Keine Funkveranstaltung. Ich sehe das auch nicht als direkte Konkurrenz, aber man überlegt sich natürlich, wenn man heute zu einer großen, was weiß ich, Ü50 oder Ü30-Fete geht, ob man dann nächste Woche schon wieder ins Funkkonzert zur Funkinitiative geht. Wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin in der Zeitung und auch Sie sagen immer Zuschauer, darf ich nicht tanzen, wenn da Gruppen spielen? Oder wird das automatisch nicht gemacht? Es wird nicht verboten. Was heißt das? Muss ich noch mal nachhaken. Wippt da jeder ganz vorsichtig auf seinem Stuhl oder wie verstehe ich das? Das hängt natürlich ganz von der Musik ab, die auf der Bühne gerade stattfindet. Also wenn jetzt ruhige Singer-Songwriter-Musik ist, dann sitzen die Leute natürlich auch und hören ruhig zu. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Irish Spring gemacht haben, dann tanzen die Leute auch. Das hängt natürlich davon ab, was wir für eine Veranstaltung haben. Wir haben schon richtige St. Patrick's Day Partys gemacht und da wurde also richtig auch abgehottet und da ging es ab. Welchen Wunsch haben Sie für die Zukunft, wenn Sie sich was wünschen dürften? Frau Buchwald, Sie. Welchen Wunsch haben wir für die Zukunft? Ja, dass also erstens die Leute weiterhin unsere Konzerte besuchen. Ja, zweitens, dass uns das auch finanziell möglich ist, weiterhin Konzerte zu veranstalten. Und das geht eben, das eine hängt vom anderen ab. Ja. Genau. Können Sie das ergänzen noch oder haben Sie ganz andere Wünsche? Also ich möchte ganz einfach weiterhin einen Beitrag zur Kulturvielfalt auch leisten. Und ich verstehe unsere Arbeit auch so ein bisschen darin, eben diese Nischenmusik, so bezeichne ich sie mal, einfach irgendwo noch ein Zuhause zu geben, dass sie aufgeführt werden kann. Und da möchte ich mich gerne auch weiter für opfern. Ja, ich danke Ihnen. Kennen Sie eigentlich die Kogge in Worpswede? Die kennen wir natürlich. Kennen Sie die auch noch als Gaststätte Heinz Müde? Oh ja. Kenne ich auch. Wissen Sie auch, warum die Heinz Müde hieß, die Gaststätte? Na? Weil Heinz Müde hinter der Theke stand. Genau, und der hat geschlafen und ab und zu musste man sich selber ein Bier zapfen oder holen. Genau. Ne? Richtig. Und heute haben wir einen Musiker dabei, Steve Westaway, und der ist öfters in der Kogge zu Hause. Ja. Und damit Sie wissen, was er da macht, hören wir uns das jetzt mal zusammen an. Corina, Corina, where you?
begrüße dich nun bei uns im Studio. Guten Abend, Steve. Guten Abend, danke schön. Du bist Brite. Ich bin Brite. Schöne Wetter hat dich hier nicht fair verschlagen, ist, oder? Dieses Jahr ist wirklich britisches Schietwetter, wie man sagt. Genau. Ich habe mit meiner Schwester telefoniert letzte Wochenende. Ich sage, hast du dieses wunderschöne Wetter bei uns? Ist wie Altweibersommer in England im Moment. Oh, und herrlich. Hier? Ja. Ja, wie man sagt, ich habe gutes Deutsch gelernt. Genau, Schietwetter, richtig. Wie kam es, dass du nach Deutschland gekommen bist, nach Uxwede? Erstmal, wie ich nach Deutschland kam, ich war früher bei der Raumfahrt. Ich habe früher für British Aerospace in England gearbeitet. Und dann war ich nach Deutschland gekommen für das Space Lab Programm. Das war in 1979, ursprünglich für 6 Monate. Ich bin immer noch hier. Und warum? Hat es dir gut bei uns gefallen? Oder? Ja, im Prinzip ja. Ich war quasi als Leihingenieur vor einige Jahren. Und dann war ich dann angestellt bei die, ja, wie nennt das Firma jetzt? Erno, ehemalige Erno, Astrium. Und dann war ich 20 Jahre bei Astrium. Und das war ein gutes Job. Und ich habe immer Musik mitgemacht. Ich habe schon eine Weile in Verden gewohnt. Und zu der Zeit, wo die Engländer waren da auf die Kaserne, da hatten wir ein kleines englisches Folkclub. So eine Mischung von Englisch, Deutsch und so weiter. So ich hatte unglaublich viele lokale deutsche Musiker kennengelernt. Mhm. So auch verschiedene Gruppen dann gebaut. Ja. Und wie gesagt, es war ein gutes Job und gutes Klima und gute Freunde. Und ich war nicht so, dass ich möchte wieder nach England. Mhm. Und was hat dich dann nach Uxwede verschlagen? War es die Musical oder? Ja, ich habe einige Leute schon kennengelernt in Uxwede und ich hatte eine Beziehung, eine gute Freundschaft gebaut mit jemandem. Und ich war oft in Uxwede als in Verden. Und dann, ich habe natürlich die Musical kennengelernt und dann für ein paar Jahre habe ich aufgehört mit der Raumfahrt. Und zu der Zeit war ein Haus zu kaufen in Uxwede und ich habe dann ein Haus in Uxwede gekauft und dann einige Monate später, ich war natürlich mit dem Musical gut befreundet und der Chef, der ehemalige Chef, der leider des im Februar gestorben ist, HD, hat mich gefragt, ob ich Lust habe, Sessions zu machen in die Kogge, das ist die kleine Kneipe im Musical und natürlich. Mhm. Und so vom Vatertag vor 2 Jahren habe ich schon angefangen. Mhm. Und jeden Donnerstag werden keine Konzerte ins Großsaal. Dann könnt ihr eine Session geben. Dann gibt es eine Session. Da waren schon einige Leute von Dorf erstmal. Und dann hatten wir ein gutes Publicity bekommen. Und dann Leute von ja, Bremen, Verden zu uns gekommen. Es ist immer ein Unterschied, welche Musiker kommt. Ich habe natürlich einige Stammmusiker, die sind jede Woche da. Aber dann einige Leute kommen einmal pro 4 Wochen und so weiter. Ne? Und dann die Natur. Welche Musikrichtung ändert sich teilweise? Teilweise haben wir ein bisschen mehr jazzig, teilweise ein bisschen mehr bluesig, teilweise Folk. Mhm. Jazz magst du nicht ganz so gerne, oder? Ich liebe Jazz, muss ich ehrlich sagen. Ich war immer ein großer Miles Davis-Fan. aber ich kann leider kein Jazz spielen in dem Sinn. Ich bin Akustik-Gitarre-Spieler und ich schreibe meine eigenen Lieder. So, ich lasse die anderen Leute Jazz machen. Wir haben Saxophon da, Piano, teilweise Schlagzeug, Bass und die machen Jazz. Und warst du auch schon mal alleine an einem Donnerstag? Kann das auch passieren? Bis jetzt ist es noch nicht passiert. Wir waren schon zu zwei. Da waren nur 2 von uns da. Und die Abend ist gut gelungen. Ja. Es war wirklich super. Es war nicht so hektisch, aber ja, es war schön. Mich erinnert das so an Tanz ob die Deel, also Tanzen auf der Diele früher im Dorf oder eben auch ja, eben Party machen, Hausmusik. Ja, genau. Habt ihr auch Kontakt zu den Gästen dann? Ja, die Gäste teilweise, die Gäste kommen, die sind gute befreundet bei uns, Stammgäste. So die sind ja, regular, sagt er so, Stammgäste kommen. Muss man Eintritt bezahlen? Nee. Darf man eine Spende geben? Ja, ich schicke den Hut rum. Okay, ich denke, wir sollten uns noch mal das nächste Lied zusammen angucken. Schön. Ja. Thank you.
Ja, was bedeutet das gefühlsmäßig, wenn man donnerstags dahin geht in die Kogge und Musik macht? Spannung für mich, weil ich weiß schon manchmal, wer kommt. Die Erwartung, wer sonst kommt, ist interessant. Zum Beispiel war es vorletzte Woche, hatten wir nur 4 Musiker. Das war Pianist, Gitarrespieler mit Flöte, hat auch Flöte gespielt, Saxophon und ich.
Und das war ein bisschen mehr so jazzig und tot an viel Improvisation. Letzte Woche taucht eine Schlagzeuger auf. Dann haben wir einen Schlagzeuger, ein Tenorsaxspieler, Tenorsaxophonspieler, unser normaler Baritonsaxophon, Piano, Gitarre mit Flöte, Mundharmonikaspieler von Delmenhorst, unser Bassist, ich, ein anderer Engländer von Dorf, Brian Parrish, der früher mit dem Star Club zu tun hat, ist ein Full-Blood-Profi-Musiker. Ja. Die waren alle da an dem Abend. So, das war total anders als die Woche bevor. Und man weiß überhaupt nicht, was kommen wird. Mhm. Und dann irgendwann wird gesagt, okay, Tonart C, Tonart G, alles klar, wir machen das. Gut. Geht's. Das geht. Ja. Jetzt hat sich das auch gerade angehört, als wenn man vorher stundenlang geübt hat. Das ist aber nicht so, oder? Ja, einige von unseren Stammmusikern, wir spielen auch so 2 Jahre zusammen. Man hat eine gute Idee, was kommt. Es ist nicht, dass wir spielen dasselbe Stück jede Woche. Aber man hat eine Basis unter uns, eine Verständnis unter uns auch. Ja, es gibt ja noch mehr Filme über euch. Ich habe heute Nachmittag auch schon welche geguckt. Und ich muss sagen, Männer sagt man, Frauen reden mehr als Männer. Frauen haben 30.000 Worte oder so und Männer nur 7.000. Ich weiß auch warum. Ihr kommuniziert über die Instrumente. Ja, und ich leite, wenn du willst, als Leiter, ich bin Koordinator, ich leite das mit Augen und Knopfknick. Ah. So, einmal so bist du dran. Und jeder Musiker hat das Verantwortung für das Wort Nein. Wenn ihr ein Solo machen will oder nicht. Ich gucke die an, und die können auch, aber die hat die Verantwortung für das Wort Nein. Ich brauche nicht. Die sind nicht beleidigt, wenn die nicht spielen. Mhm. Ja? Aber das ist die wichtige Sache. Jeder hat Verantwortung für sich selbst und auch quasi für den Abend. Mhm. Mein Job ist, das Ding nur zu koordinieren. Ja. Und mach sicher, das Publikum kommt rein und alle Leute sind happy. Du bist ja jetzt auch Vollblutmusiker, oder? Ja. Ja, das ist richtig. Du spielst nicht nur Stücke von anderen Musikern, sondern hast auch eigene. Ich schreibe meine eigene Musik auch. Ich habe eine CD auf dem Markt mit nur meiner eigenen Musik drauf. Und die sind nicht so tauglich für die Session, weil natürlich, ich spiele viel Open-Tuning, sogenannte Open-Tuning-Sachen für die Gitarre. Was heißt das, Open-Tuning? Eine Gitarre ist, normale Gitarre ist gestimmt, eine IA, IB, G, DA. Und teilweise zum Beispiel, weil ich spiele ein bisschen später. Eine Gitarre ist in die offene D-Chord gestimmt. So, ich spiele diese Tuning. Das ist nicht immer üblich für andere Leute. Und die Songs, die du selber schreibst, wovon handeln die inhaltlich? Teilweise von meiner Manic-Depression-Seite. Teilweise diese Tagebücher. Ich war schon vor einigen Jahren ein bisschen sehr depressiv und in dem Moment habe ich unglaublich viel geschrieben und ich glaube, das hat mich gerettet. So, das die kommen gut. Von hier drin, die sind teilweise ein Teil von der Therapie, wenn du willst, ein teilweise von der Alltag. Mhm. Ich bin im Supermarkt und plötzlich eine Satz kommt in den Kopf und ich muss ganz schnell nach Hause fahren, dass ich das aufnimmt und ganz schnell und dann plötzlich kommt ein Lied. Das passieren ist ja interessant. Ich gebe es ein Stück. Ich geschrieben, ich stehe auf einer Ampel. Ich war unterwegs zu der Arbeit und ich habe einen Satz im Kopf, plötzlich. Ich bin ganz schnell auf der Parkplatz in Büro gestiegen, ganz schnell auf den Computer und plötzlich in 10 Minuten hatte ich Text. Das ist ja und dann nach Hause gegangen, dann war Musik. Ja, das so, ist das ja kann passieren. Und dann einige Stücke kann mich wirklich quälen, über Monate. Wenn man schreiben will, ne? Ja, genau. Wenn man sich selber unter Druck setzt. Ja. Aber wie ist das, Depressionen haben und darüber schreiben ist eine Sache, aber das zu singen und allen zu offenbaren, wie ist das? Teilweise, das ist schwer. Das sind ein Stück, 2 Stück. Ich habe geschrieben, es hat 6 Monate gedauert, bevor das in die Öffentlichkeit bringen könnte. Ich hätte das nur für mich. Ich könnte das zu Hause spielen, aber es war so nahe. Ich muss eine ganz lange Zeit warten, bevor die das sagt, das ist nicht mehr meine, das gehört jetzt draußen. Ja, und diese Time Heals, wenn du willst. Ne? Und das war quasi in einige 2 Stunden. Ne? Eine Stück heißt Send Me Down an Angel. Das ist auch eine Maxi-CD, die ich gemacht habe mit Peter Apple von Bremen. Kann man die kaufen? Kannst bei mir kaufen auf meiner Webseite. Das ist die Webseite meine Webseite. Eingeblendet, ja, kann gut. Jeder mal gucken. Ja, genau. Ich habe 2 CDs. Eine ist ein Maxi-CD mit Peter Apo, ein Live-Schnitt in Torhaus Nord aufgenommen. Und dann habe ich eine Studio-CD mit Peter Apo und Trio Caligari aufgenommen in Alien Star Studio mit Rolf Kirschbaum. Der ist die Produzent von Taj Mahal und Trio Continental.
Und die CD heißt The Mirror and the Bridge. Das ist nur mein eigenes Werk. Schön. Sie geben auch Auftritte, Konzerte. Mhm. Wo bevorzugt? Mal sag ich Sie, mal du. Eigentlich haben wir abgemacht, wir duzen uns. Englisch hat nur ein Wort für you. Genau, das, ist das hatten wir abgemacht. Genau. Also wo gibst du deine Konzerte am liebsten? Ehrlich gesagt, einer von meinen Lieblingsorten ist Kuckuck in Ottersberg. Das ist ein wunderschönes, kleines Kulturcafé, weil ich möchte teilweise, ich mache Kneipenmusik, wenn du willst, und teilweise, ich mache wirklich Konzerte, wo dann mein Text ist zu verstehen. Und da braucht man Ruhe. Mhm. So, ich liebe beiden. Mhm, beides. Ja. Gut. Wenn man ein Konzert möchte, kann man dich auch buchen? Ja. Auch über die Website? Ja. Wann ist das nächste Konzert? Das ist am Freitag in einer Woche im Brödelpott in Walle. In Walle. Und wie heißt das? Blödelpott? Brödelpott heißt der. Brödelpott. Das ist Brödelpott. Das ist in Schleswiger Straße. Mhm. Beginnt wann? 20 Uhr. Und die Karten, gibt es da einen Vorverkauf? Bei Brödelpott. Mhm. Gut, okay. Da müssen die Leute dann schon hingehen. Aber damit die auch wissen, was sie erwartet, gibst du uns noch eine Kostprobe? Da freuen wir uns drauf. Du setzt dich schon mal an die Gitarre und ich verabschiede mich von den Zuschauern. Alles klar. Ich danke dir, Steve. Dankeschön. So, liebe Zuschauer, wenn es Ihnen gefallen hat, schauen Sie wieder rein. Dritter Montag im Oktober. Um 20.15 Uhr gehen wir wieder auf Sendung. Und dann hoffen wir, dass wir da sind und nicht, dass es flimmert und rauscht. Und sehen Sie jetzt Steve Westaway. Und dieses Stück heißt Nostalgic and it's from my CD. Entschuldigung, die Gitarre stimmt nicht. You're telling me not to be so nostalgic, but I'm not the one that's been living in the past. Tell me that my life's got no color, got no fabric, but I'm frozen in time, blinded by the color of your eyes. My sweet mama now, my love for you, it has no ending. All the roads I ever travel now has always bring me back to you. But you never took hold of that love that I was sending. Oh, baby, what's for you? My love, what's for you? Guitar is total out of tune. Wegen der Hitze in der Studio schon. Das kurz, Entschuldigung. Ich wechsle die Gitarre. Es ist sehr warm hier im Studio und die Gitarre hat sich verstimmt, so es wird vielmal besser auf meine CD. Dieses nächste Stück heißt Emily and Bernd.